Aha, genau. Nice. Let's go. Resident Evil Zero. Okay, wo waren wir beim letzten Mal gleich nochmal stehen geblieben? Wir sind hier. Ah ja, genau. Ich kann mich erinnern. Ich wollte noch schnell hier reinlaufen, um zu speichern. Ne? Wir waren eigentlich gerade auf dem Weg woanders hin. Ja, es ist einfach wirklich so, ne? Das, also die Kiste, die fehlende Kiste ist für mich, glaube ich, wirklich das Nervigste an Resident Evil Zero. Ich glaube, wenn das Spiel eine Kiste hätte, würde ich dem insgesamt sehr viel positiver gegenüberstehen. Info zur Batteriesäure. Batteriesäure. Wow. Wartet mal kurz. Ich muss mal schnell den Ventilator ausmachen. Oh. Oh, bei uns ist gerade Gewitter, ey. Holy shit. Apokalypse da draußen. Gott sei Dank, kühlt vielleicht heute Nacht ein bisschen ab. Naja, bis dahin mache ich den Ventilator wieder an und wir spielen Resident Evil. Die Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beiden müssen in hoher Reinheit sein. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1280 plus minus 0,010 bei 20 Grad haben. In der Reinheit der Batteriesäure achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Okay. Ein Stündchen, ein gemütliches Stündchen spielen wir jetzt noch Resident Evil Zero, würde ich sagen. Bin ich hier richtig? Laufe ich gerade irgendwie... Ich glaube, ich laufe den falschen Weg, oder? Ich glaube, ich laufe dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Stimmt's? Versehentlich? Nee. Oder? Ich glaube doch nicht. Nee, war schon richtig. Systemplatine fehlt. Systemplatine empfängt die Gondel keinen Strom. Na gut, okay. Oh, Billy, rette mich! Billy, du bist nutzlos. Rette mich doch dann mal. Für was hast du bitte eine Schrotflinte? Also wirklich. Aber wir wissen ja, dass Billy nur in ihrem Kopf existiert, ne? Die Theorie macht so viel Sinn. Ist das eine Fantheorie, eine verbreitete, oder habe ich die erfunden, wirklich? Weil das macht so viel Sinn, dass Billy nur in ihrem Kopf existiert. Niemand hat Kontakt, niemand interagiert mit Billy. Niemand. Billy, warum hast du noch Schreibmaschinenpapier? Aber wenn ich das jetzt hier ablege, ärgere ich mich. Ah, damn it. Welches Resident Evil würdest du empfehlen? Außer die offensichtlichen Stars der Reihe. Nee, die offensichtlichen Stars der Reihe sind schon auch die richtige Empfehlung. Es kommt halt wirklich drauf an, ob du noch mit so alten Survival-Horror klarkommst. Wenn du so alten Survival-Horror noch magst und spielen kannst, dann hol dir das Remake vom ersten, das GameCube-Remake, das es eben auch als HD-Remake nochmal für den PC gibt. Und auch PlayStation und so weiter. Und schau dir auch gern die Originalteile 2 und 3 an. Und, habe ich Billy stehen lassen? Und auch Code Veronica unbedingt. Code Veronica ist, finde ich, sogar der beste Teil der klassischen. Also, ich meine, ne, der zweite ist nostalgisch und so weiter, mein Lieblingsteil. Aber so neutral betrachtet würde ich schon sagen, eigentlich ist Code Veronica das Beste von den Survival-Horror-Spielen. Und wenn dir das aber zu altbacken ist, kann ich auch verstehen, dann schnapp dir die Remakes einfach. Remake 2, Remake 3, auch 7 und Village, ne, alles cool. Ich habe nur vergessen, wie die Steuerung schon wieder funktioniert, wie immer.
This way. Okay. Danke. Alles absieben von den neuen Spielen kann man sich geben. Ja, das ist ihre Willenskraft. Rebecca glaubt einfach, dass Billy ihr hilft beim Schieben und dann schafft sie es alleine. Die vertraut sich nur nicht genug in ihre eigenen Kräfte. Genau, es ist wirklich so, Resident Evil 6 ist, glaube ich, der einzige Teil, den ich tatsächlich nicht empfehlen kann. Alle anderen kann man sich wirklich geben eigentlich. Schön, wie Billy einfach dasteht und nichts macht, ne? Ist noch alles gut soweit eigentlich? Ja, ich war auch so gehypt auf Resident. Das macht es wahrscheinlich so schlimm, wisst ihr? Diese Vorfreude und dieser Hype, der mich dann so enttäuscht hat. Ah, das ist schon... Resident Evil 6 war schon ein dunkles Kapitel in der Resident Evil Geschichte. Den Streamtitel ändern. Ah ja, stimmt, auf jeden Fall das Spiel, ne? Der Titel ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber ändern wir auch. Aber Spiel muss sich ändern, hast du recht, danke. Man müsste es nur schreiben können. Resident Evil Zero. So, es gibt eh schon ein Fanprojekt, das das macht. Ein Mod für eines der älteren Resident Evils. Ich weiß gerade gar nicht welches. Resident Mid-Evil. Das quasi die Zombie-Apokalypse ins Mittelalter verlegt. Finde ich cool. Aber das könnte Capcom, finde ich, offiziell machen. So eine Resident Evil Spin-Off-Reihe, die durch die Zeit geht. Das finde ich irgendwie geil. Zombie-Apokalypse in der Steinzeit. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich meine, in der Lore gibt es ja schon die Anlage dafür, ne? Es wird sogar passen. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Na komm, lad das doch in deinen blöden... Also manchmal hier. Einfach ein Spin-Off, der bei den Indepaya spielt. Die vielleicht erste Zombie-Apokalypse der Menschheitsgeschichte. Das wäre doch super cool, oder? Ich finde schon. Naja, ich hätte Bock drauf. Dino Crisis 2 hätte ich auch Bock drauf. Tatsächlich, ja. Ich habe vor, dass wir Dino Crisis 1, 2 und vielleicht auch 3 noch spielen. Dass ich die Trilogie auch mal gespielt habe. Der erste hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch wenn er halt natürlich auch nicht mehr der jüngste ist und ein paar Passagen haben mich genervt. Aber das war... Ich bin froh, dass ich das nachgeholt habe. Es ist ein super interessantes und cooles Spiel immer noch. Insofern, ja. Habe ich Bock. Dinosaurier mit T-Virus. Ja, da müsste man schon sehr weit zurück in die Geschichte gehen. Aber gut. Blight Survival. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das klingt auch interessant. Moment. Ich sollte wahrscheinlich zurückgehen, aber jetzt gehe ich mal hier noch schnell weiter. Alles so ein Labyrinth hier irgendwie.
Ah, guck mal, Heilkräuter und ein überschwemmter Staudamm, alles klar. Ich finde, Panzersteuerung hat Vor- und Nachteile. Ja, total. Also ich spiele ja jetzt hier Resident Evil Zero auch mit der modernisierten Steuerung. Und die hat halt eben den Vorteil, dass ich Pirouetten drehen kann und den Charakter viel schneller und direkter bewegen kann, so wie hier jetzt. Das ist cool. Aber hat halt eben auch den Nachteil, dass wenn die Kameraperspektive wechselt, dass ich dann immer wieder nicht weiß, in welche Richtung ich jetzt steuern muss, quasi. Das ist halt wirklich blöd. Ah ja, bei euch ist Gewitter auch angekommen jetzt. Das ist super, ja. Höchste Zeit, finde ich auch. Hi, Johnny. Okay, los geht's. Und hallo, Fuseli. War hier das? Ich glaube schon, ne? Hier war die Konsole, ja. Aber. Ja, landet alles wie immer natürlich auf YouTube, ne? Keine Sorge. Und jetzt springt ein Hunter raus. Es ist eine kleine Gondel. Rebecca würde hineinpassen. Ja, da dann. Dann mal rein mit dir in die gute Stube. Ich glaube, da ist es sehr stickig und unangenehm drin. Und wir wissen überhaupt nicht, wo die hinführt. Vielleicht wird Rebecca jetzt irgendwo in ein Riesenlager geschippt und der Karton bleibt zu und sie erstickt da drin. Aber ich schätze, das Risiko gehen die jetzt einfach mal ein. Soll ich euch was sagen? In einer T-Virus-Zombie-Apokalypse voller Hunter und ähnlicher Monster ist in so einer Kiste ersticken wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Auch unangenehm, ohne Frage. Aber nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Hebel für die Schleuse umlegen. Dino Crisis Remake wäre cool, ne? Fände ich auch ziemlich interessant. Ich bin gespannt, ob Capcom das noch macht. Die Resident Evil Remakes sind so erfolgreich, ne? So erfolgreich. Ich meine, Dino Crisis ist jetzt, hat jetzt nicht so die große Fangemeinde wie ein Resident Evil. Das stimmt schon, ist schon klar. Aber ich glaube trotzdem, weil das auch so mit so viel Nostalgie verbunden ist, das ist so ein Fan-Favorite. Ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Aber das ist schon riskant. Ich kann schon verstehen, warum für Capcom das jetzt nicht oberste Priorität hat, aber ich glaube, mit einem Reboot oder einem Remake-Reboot der Dino Crisis-Reihe könnte Capcom schon auch erfolgreich sein, glaube ich schon. Könnte ich mir gut vorstellen. Ein zeitgemäßes Remake vom ersten Teil. Also, wenn du ohne feststehende Kamera meinst, dann nicht. Dann gibt's das noch nicht. Es gab ja jetzt vor kurzem Gerüchte drüber, dass so eins in Arbeit ist, aber die Gerüchte haben sich scheinbar als falsch rausgestellt. Ich nehme mal die Chemikalie mit, vorsichtshalber. Vielleicht brauchen wir die noch. Aber das Capcom sowas theoretisch auf dem Schirm hat oder plant, ist sehr plausibel. Also das kann man sich gut vorstellen, dass da noch was kommt. Aber gibt es auf jeden Fall noch nicht und auch keine konkreten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was lege ich jetzt ab, ey? Ohne Scheiß, dann lege ich die Pistole ab. Genau, so wie das Remake von 2 und 3, nee. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch kommt, aber Da weiß man nichts drüber. Und gibt's auch noch nicht. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht wird ja dieses Jahr noch was angekündigt.
was Resident Eviliges. Zumindest mal ein 9. Teil. Den könnte man sich vorstellen. Da oben ist die Batterie. Aber ohne Billy kriege ich die nie. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, ey. Ich laufe hier die ganze Zeit eigentlich nur irgendwelche wahllos Pirouetten drehend laufe ich durch die Gegend. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Welchen Teil findest du am besten? Spiele und Filme getrennt. Also über die Filme kann ich dir ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil ich finde alle Filme schrecklich. Und da würde ich sagen, ist der erste der beste. Aber ich finde den auch schon schlecht. Und ich glaube, bei den Spielen ist immer noch der Original 4. Teil mein Lieblingsteil. Und dann kommt wahrscheinlich der Original 2. Teil und dann kommt das Remake vom 4. Teil. Aber mal schauen, ob sich das noch verändert. Jetzt spielen wir wieder alle Spiele der Reihe nach durch. Vielleicht ändert sich da meine Priorität, wer weiß. Wenn ich die mal... Weil ich habe jetzt den Original 4. Teil schon lange nicht mehr gespielt. Also, ich glaube... Naja, gut. Ja, aber doch, schon lange. Vor ein paar Monate, bevor Resident Evil 4 Remake rausgekommen ist, habe ich den das letzte Mal gespielt. Ah ja, hier waren wir schon mal, ne? Okay. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es jetzt mit den Remakes auch weitergeht, weil... Ja, ich bin einfach echt gespannt, weil jetzt, wo die das Resident Evil 4 Remake rausgebracht haben, würde es sich einfach wie ein Schritt in die Vergangenheit anfühlen, wenn die jetzt ein Code Veronica Remake machen und das wäre wieder im Stil vom Resident Evil 2 Remake mit viel weniger Aktionen und Gameplay-Inhalten und so weiter und so fort. Bin ich wirklich gespannt, wie und ob die das machen würden. Diese Karte hier hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Ich wechsle jetzt mal zu Billy, weil ich habe das Gefühl, ich schaffe es eher mit Billy wieder zurückzufinden als mit Rebecca. Ich wollte gerade Rachel zu Rebecca sagen. Ich habe zu viel Friends geguckt oder sowas. Anscheinend in letzter Zeit. Ich hab schon ewig nicht mehr Friends geguckt. Aber ich weiß nicht, woher der Name Rachel sonst kommt. Ja, was mit den Resident Evil Filmen los ist, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da schief läuft. Keine Ahnung, ob wir jemals nochmal einen guten Resident Evil Film kriegen. So viel Potenzial, ne? Wirklich schade. Ich habe Angst vor Resident Evil 5 Remake. Das Original war fürchterlich. Ich fand jetzt den 5. gar nicht so fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich fand dann schon ganz cool, aber im Vergleich zu Resident Evil 4 halt leider schon ein deutlicher Rückschritt. Das ist schon scheiße. Aber wenn die quasi jetzt ein Resident Evil 5 Remake machen würden, aber diesmal nicht wie früher, also so viel Gutes aus Resident Evil 4 zurückschrauben, sondern wirklich auf Basis vom Resident Evil 4 Remake ein Resident Evil 5 Remake machen. Weißt du, so mit Händler und Upgrades und allem, also einfach, ja, könnte schon funktionieren. Das Beste an Resident Evil 5 war der Koop-Modus. Ja, eben, doch, der Koop-Modus war ja auch wirklich lustig. Finde ich auch. Hi, Bartmann. Code Veronica hat die längste Story. Wenn die da nichts beschneiden, hat man arschviel Content. Das stimmt, ja. Hallo. Ups. Ja, Code Veronica wäre definitiv lang. Das war auch so das längste Originalspiel. Die haben ja sowohl bei Resident Evil 2 als auch 3, bei 3 noch viel mehr, die Story verkürzt.
Oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Immer. Jedes Mal sitze ich hier und denke mir so, jetzt drücke ich aber die richtige Taste und das stimmt wieder nicht. Hoffentlich, wenn die ein Resident Evil Code Veronica Remake machen würden, würden die da nichts rausnehmen. Auch keine Motte. Die arme Motte. Dass es die Motte nicht ins Resident Evil 2 Remake geschafft hat. Was hat die Motte denen getan? Die hat niemals irgendjemanden irgendwas getan. Das ist wahrscheinlich auch das Problem mit der Motte, weil die ein ziemlich blöder, nutzloser Gegner war. Die hat wirklich nie irgendwem irgendwas getan. Aber, ja. Die hätte es trotzdem ins Remake schaffen müssen. Und auch die Advanced Licker. Die vermisse ich auch. Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon länger mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hatte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter unserer Kameraden müssen noch da sein. Wie auch immer. Darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Okay, und scheinbar hat er sich selbst getötet. Und das ist wahrscheinlich sein Freund. Gute Nacht, Freund. Die hätten doch versuchen können, wenigstens sich gleichzeitig zu töten. Wenn die so ihre Köpfe ganz nah aneinander gehalten hätten, wisst ihr? Wer weiß. Jetzt habe ich schon wieder das Speicherband wieder mitgenommen. Ich bin so dumm, ey. Ich finde, Capcom sollte jetzt wirklich... Auch wenn sie es... Ich weiß, die werden das nie machen. Absolut nie machen. Ah ja, Billy kann ja keine... Der kann ja keine Kräuter mixen. Wie? Also wirklich. Jeder kann Kräuter mixen. Jeder im Resident Evil Universum kann Kräuter mixen. Also wirklich. Naja, genau. Auf jeden Fall werden die das nie machen. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber cool wäre es, wenn Capcom Resident Evil 2 und 3 Remake nochmal in einer überarbeiteten Extended Director's Cut Edition so als Bundle rausbringen. Und da eben noch so die letzten Feinheiten an Resident Evil 2 Remake perfektionieren. So ein bisschen wie der Ada Wong DLC. Ein paar Sachen aus dem Original Resident Evil 4 noch ergänzt hat, die im Hauptspiel gefehlt haben. Ne, da so ein bisschen nochmal DLCs reinklatschen, die so die letzten fehlenden Elemente in das 2er Remake reinklatschen und das 3er Remake nochmal deutlich erweitern. Mit einem Story-DLC, der einfach so den Mittelpart nochmal, ne, schöner und länger macht. Das wäre der absolute Hammer. Aber, ja, ist auch unrealistisch, leider. Okay, ich kann mit der Karte nichts anfangen. Das ist alles hier ein Riesenlabyrinth. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich weiß nicht, wo Billy ist. Ich weiß nicht, wo Rebecca ist. Ich weiß nicht, wo überhaupt irgendwer ist. Ich werde jetzt einfach ein bisschen rumlatschen, bis sich die beiden zufällig wieder treffen. So. Resident Evil Zero ist einfach ein super Spiel. Ach, die ist hier. Warum ist die jetzt hier? Okay. Wo führt die Treppe hin? Die Maps ergeben wirklich keinen Sinn. Ich hasse die Map. Oh. Ja, genau, stimmt. Oh, das ist jetzt echt ungünstig. Wie halt schon bei den Original Resident Evil Teilen, ne, wo auch gerne eine DualShock und eine Extended und eine sonst was Edition rausgekommen ist, ja. Genau. Okay. Die beiden sind ganz nah beieinander. Ich hab's fast geschafft, die beiden wieder zu vereinen.
Oh mein Gott. Let's go. Ja. Hey, ho. Let's go. Looking for trouble. He's your man. Falsch. Okay. Wir haben Billy. Wir haben jetzt Industriewasser. Jetzt brauchen wir noch Säure. Kann ich Säure nicht mischen, ne? Ich meine nämlich schon. Resident Evil Maus und Tastatur Edition für Xbox und PlayStation. Weiß nicht, ob ich das will. Mach's gut, Akarin. Ja, diese ganzen Sidekick-Charaktere, ne, die einfach nach einem Teil wieder verschwinden und nie wieder auftauchen. Resident Evil bräuchte wirklich mal wieder dringend so einen durchgehenden Strang. Weißt du, so eine Person oder ein Team, die an der Story arbeiten und die dann auch wirklich über viele Teile hinweg schon planen oder zumindest weiterentwickeln halt. Und nicht irgendwie immer wieder Redcons und immer wieder neue Kapitel, die aufgemacht und geschlossen werden. Das wäre schon echt gut. So ein bisschen wurde das ja versucht mit Resident Evil 7 und 8. Aber das hat ehrlich gesagt auch nur so semi-gut funktioniert, ne? Insofern. Ich glaube, das einzige Spiel, das ich auf der Konsole mit Maus gespielt habe... Was liegt denn hier noch? Ach so, Heilkraut. Ja, nehmen wir mit. Ach so, nee, nehmen wir nicht mit. War Mario Paint. Das war ziemlich cool. Quack, 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 quack. Wie viele Comics ich gezeichnet habe. Also so Animationen. Man konnte ja in Mario Paint Animationen machen. Das war schon cool. Nur mit so ein paar Bildern, so ein paar Frames. Aber die konnte man dann so auf Dauerschleife laufen lassen und dann eigene Musik dafür komponieren und so. Das war cool. Und das Fliegenklatschspiel, das war richtig schwer, aber auch sehr cool. Vielleicht war ich auch einfach nur scheiße, das weiß ich nicht genau. Entweder war das wirklich sehr schwer, das Fliegenklatschspiel, oder ich war sehr schlecht drin. Eins von beidem. Mario Paint war schon cool mit den ganzen Features. Ja, ne, das ist so typisch Nintendo gewesen halt einfach auch. Dass es so viel zu entdecken gab. Es war nicht nur alle, also alles war nicht nur ein Menü, das man bedient, sondern alles war immer auch ein Minispiel und immer ein verstecktes Easter Egg. Das ist schon cool. Ein Resident Evil mit den ganzen Nebencharakteren, das wäre witzig. Das wäre lustig irgendwie. Mario im Allgemeinen ist legendär. Ja, sowieso. Sowieso. Einfach ein Resident Evil Teil, wo irgendwie zufällig alle Nebencharaktere, die keinen Auftritt mehr hatten nach ihren Teilen, so Sheva und Billy und alle treffen aufeinander, alle, die noch leben. Das wäre schon lustig. Tja, können wir leider nicht mehr tragen, das Objekt. Was jetzt ablegen? Ich weiß schon, was wir jetzt ablegen. Ach so, ja, das ist noch besser. So, jetzt nochmal das Ganze.
Nintendo hat halt wirklich mit ihren Spielen eine sehr hohe Durchschnittsqualität. Und die Mario-Spiele sind halt heute einfach immer noch so gut wie damals. Oh nein, leider können wir nichts machen, außer dumm rumstehen. Wenn wir doch nur Waffen... Ach so, Moment, warte mal. Da fällt mir was ein. Ja, Billy, das war gut. So, jetzt passt auf. Das ist schon mal alles schön und gut. Jetzt bräuchten wir noch... Billy, irgendwann bin ich mit Billy an der grünen Chemikalie vorbeigelaufen, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Die bräuchten wir jetzt wahrscheinlich. Oh. Capcom bringt es nicht übers Herz, uns mitzuteilen, dass die tot sind. Ja, das kann auch sein. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube zumindest mal, jetzt passt mal auf, ich muss jetzt mal ganz viel Inventar managen. Dass das nicht funktionieren wird, nee. Blaue Chemikalie. Haben wir da nicht irgendwann mal ein Dokument gefunden, das uns gleich nochmal erklärt, wie man was mischt? Vielleicht im Spielerhandbuch, aber ich glaube nicht. Ah doch, hier haben wir tatsächlich was, oder? Nee. Das sind nur... Ah ja, okay. Lass uns mal in das Spielhandbuch 2 gucken. Figurenwechsel. Nee. Greifhaken, Hinweis von Passagierbremsen. Ist das vielleicht erst im zweiten? Ein Gedicht. Ha. Dann weiß ich es auch nicht. Oder im Tagebuch von Marcus wird das nicht stehen mit den Chemikalien. Ich dachte, wir hätten ein Dokument gefunden über das Chemikalienmischen, aber vielleicht stimmt's gar nicht. Doch, warte mal. Nee, da ist nur die Info zur Batteriesäure. Da steht aber nicht drin, wie wir die mischen, ne? Schwefelsäure müssen wir herstellen. Ja, okay. Wir brauchen einfach, glaube ich, die grüne Chemikalie oder irgendwas, was weiß ich. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Mario Paint. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Die Resident Evil-Spiele in sich geschlossen sind sehr gute Spiele, aber manche der Story sind absolut Fiebertraum. Ja, eben weil die schon lange nicht mehr ineinander greifen. Es wurde ja, wie man allgemein bekannt weiß, ne, da erzähle ich euch jetzt bestimmt auch nichts Neues. Mario Paint Bonus-Stream, ja, das wäre auch gut. Da machen wir ein eigenes Resident Evil Comic, eine Animation. Wurde ja Resident Evil 1.5 auch vor allem deswegen nochmal neu gemacht, weil es sich so losgelöst vom ersten Teil angefühlt hat. Und dann hat man eben nochmal ein neues Autorenteam angestellt, damit die quasi eine bessere Verbindung herstellen zwischen Resident Evil 1 und 2. Und da wurde alles nochmal neu geschrieben. Und der dritte Teil fügt sich da eben auch schön ein. Und dann hat man auch im Nachhinein versucht, alles nochmal so ein bisschen zusammenzufügen. Der vierte hat dann ein ganz neues Kapitel angefangen und ab dann wurde es wild. Ab dann wurde es wild im Resident Evil Universum. Und 7 und 8 haben wir eben versucht, das Ganze wieder so einen neuen Strang zu geben, aber ja. Naja.
Fingil 13 just resubbed vor 10 Mons. Fingil, vielen Dank für 10 Monate Subben. Dankeschön. Freut mich wirklich sehr. Oh, come on. Jetzt beißt mir der ins Bein. Wadenbeißer. Ich lauf einfach ein bisschen planlos rum, bis wir über das Richtige stolpern. Hurra! Schönes Lied. Im Mario Paint Stream, Bonus Stream, komponierst du dann die ganzen Lieder aus Fallout. Ja, genau. Es gibt ja irgendwie quasi so als Mod mehr oder weniger so eine Standalone-Version von dem alten Mario Paint Sound Editor, weil der eben auch ziemlich cool war. Und was da Leute teilweise komponieren, ist komplett crazy. Komplett crazy und cool. Oh, bin ich jetzt da, wo ich das Wasser abgelassen habe? Kann das sein, dass ich wenigstens da bin? Nee, wir sind da, wo wir Rebecca in eine Kiste gestopft haben. Okay. Fahren wir nochmal gemeinsam im Aufzug runter. Wenn ich doch nur Orientierungssinn hätte. Oder die Map nicht wirklich, also die Karte ist hier wirklich, finde ich, ganz schlimm. Diese ganzen kleinen Fragmente, ups. Follow me. Okay. Die auch noch so komisch nicht miteinander verbunden sind. Ah ja, aber ich glaube, ich bin tatsächlich richtig. Fürs Erste. Okay, zumindest mal ein neuer Weg. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier nicht weiter ohne die Karte mit dem Gabelstapler. Oh! So, hast du jetzt davon. Blöder Frosch. Uiuiuiui. Doch, es stimmt schon. Oh Gott, bitte, Steuerung. Mach mich nicht fertig. Sehr nett, dass sie hier so viel Schrotflintenmunition hinlegen. Dankeschön dafür. Ja, ne, so die frühen Konzepte von Resident Evil 5, ich meine, das ist ja nie über die Planungsphase hinausgegangen, ne? Das ist ja nicht so, dass da großartig dran gearbeitet wurde. Aber das hat sich schon cool angehört, finde ich, muss ich schon sagen. Dass Sheva da im Grunde ihre eigene Miliz im Grunde so ausgebildet hat und dass Chris so sein ganz eigenes Kapitel hatte. Dass Sheva quasi eher so an der Oberfläche unterwegs war mit ihrer Miliz, während Chris in irgendwelchen alten Tempelanlagen unterwegs war, so als getrennte Geschichten, das war irgendwie schon cool, ne? Aber dann hat man halt einen Multiplayer draus gemacht, dann ging das nicht mehr, dass das getrennte Charaktere sind. Barry hätte ja auch einen Auftritt gehabt und so. Verschlossen, genau, und hier ist der Cardreader. Oh, das ist jetzt so nervig, weil irgendwo stand die Chemikalie rum, die ich brauche. Irgendwo steht die rum. Und ich weiß nicht wo. Und jetzt muss ich einfach, glaube ich, systematisch jeden Raum ablaufen, damit ich die blöde Chemikalie finde. Ja, Barry kommt eh viel zu selten vor, grundsätzlich. Ich finde, Barry sollte einfach in jedem Resident Evil immer die einzige Hauptfigur sein. Resident Evil sollte Barry Evil heißen. Und nur um ihn gehen. Resident Barry.
Und der sollte auch heute noch so schlecht synchronisiert sein, also so awesome synchronisiert sein wie im ersten Teil und immer noch in bescheuerten One-Linern kommunizieren. Das wäre mein Wunsch. Tja. Dass sie einem die aber auch nicht angezeigt werden auf der Minimap, ne? Das ist schon echt gemein. Das ist schon wirklich gemein. Die blöden Chemikalien, dieses Chemikalien. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die ich an Resident Evil Zero hasse. Es gibt so viele Kleinigkeiten und die kombinieren sich halt dann immer wieder zu Frust. Ah, das Spiel hätte echt gut sein können, Capcom. Das war so ein bisschen knapp vorbei einfach. Resident Evil Zero war einfach insgesamt so ein bisschen knapp vorbei. Ich schalte es dann gleich irgendwo nach. Aber das ist auch immer blöd im Internet nachzusehen, weil das ist auch immer schwierig zu finden, wo, wie, was, welche Chemikalie steht. Und dann steht da immer in Texten in dem und dem Raum. Und dann denke ich mir so, woher zur Hölle soll ich wissen, was das für ein Raum sein soll und wie ich da hinkomme. Deswegen laufe ich lieber noch ein bisschen rum. Gehen wir ein bisschen spazieren. Ich finde die Villa in Resident Evil Zero unnötig. Ich finde, man hätte was Neues. Ja, ne, das stört mich eben auch so ein bisschen. Das stört mich eben auch so ein bisschen an Resident Evil Zero. Also das ist auch eine von den vielen Kleinigkeiten, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wollte man auf Krampf so das Feeling von Resident Evil 1 herstellen mit der Villa und dem Laborbereich und so weiter und so fort. Und es fühlt sich aber alles nicht authentisch an, irgendwie. Ich bin da auch echt kein Fan davon. Der Zug ist so gut. Ich mag den Zugabschnitt wirklich. Der Zug ist gut. Über den Zug lasse ich nichts kommen. Der Zug ist super. Wenn der Zug Kisten hätte, dann wäre es perfekt. Dann könnte man wirklich überhaupt nichts sagen. Okay, jetzt gehe ich definitiv zu weit zurück. Also, nochmal Kommando zurück. Aber danach geht's leider so stark bergab. Die hätten sich da wirklich mehr und andere Sachen einfallen lassen können und sollen. Billy, wo zur Hölle bist du an dem blöden Tank vorbeigelaufen? Und warum hast du keine Chemikalie mitgenommen? Wir hätten das Rätsel schon lösen können, um Gottes Willen. Man hätte meiner Meinung nach sowas wie Umbrella-Militärlager-Camp machen sollen, wo die ganzen Truppen wie Hank ausgebildet werden. Ist jetzt Billy schon wieder oben geblieben? Oh Gott. Oh Gott, frustriert mich das Spiel gerade. Aber als welche Art von Spiel dann? Auch als Survival-Horror oder ganz was anderes? Ich meine, Operation Raccoon City kommt ja auch noch, ne? Das spielen wir ja auch noch. Das ist ja nach dem 6. Teil erschienen noch. Haben wir noch ein bisschen bis dahin. Ja, klettern wir hier mal hoch.
Ah, roter Tank. Schwefelsäure. Oh, danke. Zum Glück bin ich hier hochgeklettert. Ohne Scheiß. Oh Gott, danke. Wir haben es geschafft. Hier oben steht der blöde Tank, ey. Ich wäre fast durchgedreht. So, cool. Cool, alles cool. Jetzt müssen wir nur noch wieder zurück zum Gabelstapler. Den muss ich jetzt wieder finden. An dem sind wir jetzt ungefähr 5-mal vorbeigelaufen auf der Suche nach dem Tank. Wahrscheinlich werde ich jetzt den Gabelstapler nicht mehr finden. Oh Gott, ich wünschte, ich würde übertreiben. Aber wahrscheinlich wird es wirklich so sein. Na. Ach ja, naja, ich bin gespannt, was die Resident Evil Franchise noch so für uns bereithält. Der Content wird mir nicht ausgehen. Die neuen Spiele werden uns nicht ausgehen. Ich hoffe nur, dass sie gut bleiben. Oh Gott, Capcom, bitte. Bitte nicht Resident Evil kaputt machen. So. Progress. Nein, Rebecca. Jetzt kletter doch erstmal hier hoch. I'll go. Ja. Was kommt denn nach Zero? Kommt da schon Outbreak? Ich glaube noch nicht. Nach Zero kommt, glaube ich, erstmal hier. Na, sagt mir, das auf dem Schiff. Nicht guiden. Ich mach mal schnell die Liste auf. Wartet mal schnell. Dead Aim ist es, glaube ich, was jetzt als nächstes kommt. Lass mich mal gucken. Resident Evil Zero. Genau, Dead Aim, dann Outbreak 1 und 2 und dann kommt Resident Evil 4. Deadly Silence skippen wir, glaube ich, weil es wirklich einfach nur basically der erste Teil nochmal ist. Schauen wir mal. Dann Umbrella Chronicles, Resident Evil 5, Darkseid Chronicles. Da muss ich gucken, welches von den beiden gleich nochmal in Deutschland indiziert ist. Das werden wir leider skippen müssen. Auch wenn ich es albern finde, aber hilft ja nichts. Mercenaries 3D werden wir vielleicht auch mal einen Stream so zum Spaß machen, ne? Aber nur um uns das mal anzugucken. Dann kommt Revelations, Operation Raccoon City, Resident Evil 6, Revelations 2, Umbrella Corps. Oh Gott, Umbrella Corps werden wir uns auch mal einen Stream anschauen, aber mehr glaube ich nicht. Umbrella Corps ist so schlimm. Ich finde das so scheiße. Ich finde Operation Raccoon City millionenfach besser als Umbrella Corps. Holy shit. Ja, genau. Und dann kommen wir in das moderne Zeitalter quasi. Mit 7, Remake 2, Remake 3. Resistance, ja stimmt. Das habe ich schon ganz verdrängt. Village, Reverse auch noch natürlich. Und 4. Ja, genau. Eieiei, okay. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Ich bin wirklich froh, wenn wir mit Zero durch sind. Ich will Zero gar nicht so sehr haten, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich rede negativer drüber, als ich es tatsächlich finde. Wenn ich dem jetzt eine Wertung geben müsste von 1 bis 100, wäre das definitiv im hohen 70er, niedrigen 80er Bereich. Das ist jetzt kein total beschissenes Spiel, aber es ist halt schon ein bisschen nervig, einfach leider auch. Da hat die Resident Evil-Reihe ganz andere Gurken noch zu bieten, die uns noch bevorstehen. Aber trotzdem bin ich froh, wenn wir damit durch sind und uns die anderen Spiele anschauen können. Vor allem, weil Dead Aim habe ich nie selber gespielt. Von den Outbreak-Spielen habe ich viel zu wenig selber gespielt. Das sind noch so blinde Flecken in meiner Resident Evil-Historie. Wenn ich die jetzt nachgeholt habe, die nächsten drei Teile, dann kann ich sagen, dass ich wirklich alles durchgespielt habe.
Wobei, nee. Operation Raccoon City habe ich auch nie durchgespielt. Das wird auch das erste Mal. Na, okay. Umbrella Chronicles ist indiziert. Dann dürfen wir quasi leider nur Darkseid Chronicles spielen. Ja, schade. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist Darkseid Chronicles eh das mit neuer Story. Und Umbrella Chronicles ist das, das glaube ich nur die anderen Teile nochmal nacherzählt mit eigener Story. Insofern verpassen wir auch, glaube ich, gar nicht so viel mit Umbrella Chronicles. Ich hoffe ja immer noch, es ist natürlich eine komplett bescheuerte Hoffnung, aber hey, vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hoffe immer noch, dass zum Beispiel Good Old Games sagt, okay, wir, nachdem jetzt die Originaltrilogie so gut gelaufen ist, remaken wir auch noch, oder was heißt remaken, aber veröffentlichen wir auch noch überarbeitete Versionen von anderen klassischen Resident Evil Spielen und dass die dann vielleicht Umbrella und Darkseid Chronicles nochmal in eine Collection packen, so HD-Remake-mäßig und dann könnte man das ja vielleicht nochmal neu einreichen bei der USK, weil das hundertprozentig garantiert nicht mehr indiziert werden würde. What the fuck ist da eigentlich schiefgelaufen? Aber ja, das ist ja unwahrscheinlich, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Bis wir da hinkommen, ist es ja vielleicht gar nicht mehr indiziert. Vielleicht passiert ja irgendwas, vielleicht passiert ja ein Wunder. Mal gucken. Ich würde nicht drauf warten, so, dass das passiert. Nimmt der Zoll mir gegebenenfalls Manhunt weg, wenn ich es aus US, UK, Kanada bestelle? Ah, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Könnte möglich sein, aber ehrlich gesagt, selbst wenn der Zoll das Päckchen abfangen und aufmachen würde, meinst du, die gucken dann wirklich auf die Liste und gucken wegen jedem Scheißspiel, ob das irgendwie, weißt du, irgend so ein PlayStation 2 Spiel von 1995, meinst du, die gucken da wirklich nach und sagen, oh, das war aber indiziert. Es ist möglich, ja. Es ist möglich, aber selbst wenn sie es abfangen, ist es, glaube ich, realistisch, dass es durchgeht. Aber keine Ahnung, ne? Wer weiß. Eins erzählt Zero und eins nach. Und 1, 2 und 3, was? 1 erzählt Zero und 1 nach. Und 1, 2, 3. Ja, ach so, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber es gibt ja auch die Kapitel, in denen zum Beispiel Jill und Chris die letzte Umbrella-Basis stürmen und da Beweise suchen für die Schließung von Umbrella. Und das Kapitel von Leon und Krauser und so weiter. Und ich weiß nicht, in welchen von den beiden Spielen die vorkommen. Die sind für mich ein verschwommenes Blei. Hope this is not Chris's blood. Chris's Sandwich. Halt! Da liegt Magnum-Munition am Boden. Die lassen wir nicht liegen. Um Gottes Willen. Apropos, hast du nicht ein... Genau. Die ist sehr effektiv gegen lebende Dinge, habe ich gehört. Von einem guten Freund. Damals. Moment mal, das ist in der Zukunft. Das werden wir noch von einem sehr guten Freund hören. Morgen. Oder in heute Nacht, besser gesagt. Nee, es ist schon morgen Nacht. Ich weiß nicht genau, wie spät es jetzt gerade ist in Resident Evil Zero. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake.
Who are you? Das ist, glaube ich, ganz normal, oder? Wenn man nur die Stimme kennt, dass man sich die Leute mal ganz anders vorstellt. Aber freue mich, dass dir meine Videos gefallen. Sehr, sehr cool. 10 years ago, Spencer had me assassinated. Ist das sehr infantil, dass ich es lustig finde, dass man Assassin oder Assassinatin mit zweimal A schreibt, mit Doppel-Arsch? Ich finde es immer wieder lustig. Bei jedem neuen Assassin's Creed freue ich mich wieder, dass der Arsch ins Gear steht. Ich finde es hilarious. Tut mir leid. Ich find's lustig. However, something wondrous happened. Wenn es um schlechte Wortwitze geht, bin ich halt auch nur ein Boomer im Herzen. It took the T-Virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. Er ist wirklich auch mit seiner Robe und so weiter voll unpassend eigentlich, ne? Er wird zur Schnecke. Hi, Inkubus. Okay. Magnum-Zeit. Nächste, zweite Runde. Let's go. Die gute alte Magnum, ne? Ist schon schön mit der. Okay. Die Igel erinnern mich an die Pilzmonster 7. Ja, das hat auch definitiv Ähnlichkeit in der Darstellung und so. Verzeihung. Okay, den Rohrschlüssel. Und ein Objekt, das wir nicht mehr tragen können. Schlüssel. Billy, kannst du noch? Gut. Lass mich kurz auf die Karte gucken. Ja. Let's split up. Okay. Geht nicht. Muss ich die beiden austauschen? Ist da wirklich ein Schlüssel für ein Pult oder so? Hä? Ja, der Kampf war gerade sehr antiklimatisch, ne? Aber mein Gott, wenn man gut ausgerüstet ist, ist das also. Ah, jetzt geht's tatsächlich. Okay. Warum muss das so umständlich sein? Ich hasse das Spiel manchmal so. Ich hatte schon kurz Angst, dass wir nicht mehr speichern dürfen. Na, und dann so beim allerletzten Bosskampf sterben oder irgendwie sowas.
Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen, aber jetzt spielen wir es, glaube ich, durch, ne? Komm. Come on! Überstunden Zeit. Ich kann hier nichts ablegen, warum nicht? The show must go on, ganz genau. Mehr können sie in diesem Raum nicht ablegen. In diesem Raum liegt zu viel. Das Spiel ist so gut. Das Spiel ist einfach so gut. Ich bin so froh, dass die solche Limitationen eingeführt haben. Das ist einfach wirklich richtig, richtig toll. Das macht mich überhaupt nicht wahnsinnig. Ganz im Gegenteil. Ich bin so froh, dass es ein Limit gibt, wie viele Items man in einem Raum ablegen kann. Und kurz vorm letzten Bosskampf kann man dann einfach die Schreibmaschinenbänder nicht mehr ablegen, damit man keine Munition mitnehmen kann oder so. Das ist wirklich so gut. Toll. Oh Gott. So. Ach so, genau, stimmt. Eine Sache noch schnell erledigen. Moment. Vielleicht, das passt zur Drogentheorie mit Rebecca, ne? Die ist einfach high wie Sau. Deswegen bildet sie sich Billy ein. Ach ja, Billy, die könnten wir jetzt echt auch mal ablegen, hey. Oder, come on, dann nehmen wir lieber noch... Weiß ich gar nicht, was nehmen wir noch mit? Ja, nehmen wir noch ein grünes Kraut mit. Los geht's. Rebecca, du übernimmst die Führung, du hast die Magnum. Und jetzt drücken wir den Hebel. So können wir vielleicht entkommen. Let's go! Ich habe gerade Rebecca gesagt, die soll den Hebel drücken, nicht Billy. Die Katzin hat uns betrogen. Mr. Unterstrich Nonkonform Just Resubbed vor 11 Mons. Kleiner als 3. Vielen, vielen Dank, Mr. Nonkonform. Kleiner als 3 auch an dich. Ich kann das nicht. Doch, haha. So. Hallo. Was für eine epische Schlacht. Wurde das irgendwo mal eingeführt oder erwähnt, dass die Sonne... den wehtut? Ich glaube tatsächlich wirklich, oder? Ich glaube, in einem Dokument oder so hat man das tatsächlich mal gelesen. Gehen Sie wie folgt vor: Heliport Notfall zu öffnen, Sperre lösen, Südwest, Nordwest, Südseite, Westseite, drehen Sie zum Öffnen, Kurbel, okay. Ja, wird schon gut gehen, let's go. Rebecca kommt schon klar.
Billy, komm. Ach so, kann ich mit Billy gar nicht kurbeln. Muss Rebecca kurbeln. Dann hätte ich vielleicht doch Waffen tauschen sollen, ne? Naja. Wie gesagt, wird schon gut gehen. Werfen wir ein paar Molotow-Cocktails drauf. Die trage ich jetzt schon das ganze Spiel mit mir rum, ne? Weg damit. Wie kompliziert kann es denn eigentlich sein, Fenster aufzumachen, oder? Auch echt gut, dass ich die bessere Flinte habe liegen lassen, ne? Ah ja, es ist alles gut. Sehr gut, Rebecca. Sehr gut. Au. Auch immer ein bisschen blöd mit den Cutscenes mitten unterm Kampf, wenn sich das Monster sogar ein bisschen weiter bewegen darf währenddessen. Finde ich nicht nett. Das ist in Earth Defense Force so großartig. Ich finde die Earth Defense Force Reihe sowieso geil und vor kurzem ist jetzt der 6. Teil erschienen und ich liebe ihn komplett, der ist wirklich awesome. Also wirklich so ein spaßiges, geiles Multiplayer Third-Person-Shooter albernes Spiel. Macht einfach Spaß. Und da ist es auch so oft so, dass in Missionen mitten unterm Kampf plötzlich quasi Kontrolle über die Kamera übernommen wird, weil dir irgendwas Dämliches gezeigt werden muss, wie gerade ein UFO über die Stadt fliegt oder so. Und es ist gerade mitten in der Action und immer der ungünstigste Moment, dass dir die Kamera irgendwas zeigt. Aber das gehört auch halt dazu einfach. Zu Earth Defense Force. So. Rebecca, jetzt müssen wir uns beeilen, weil ich habe nur noch einen Schuss. Da müssen wir kurz Waffen wechseln. Ah! Schleudert mich durch den ganzen Raum hier. Quatsch, wieder die falsche Taste gedrückt, wie immer. Nein, nicht kombinieren. Ah, Hilfe, austauschen, um Gottes Willen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt hier echt beenden. So. Kombinieren, nachladen, ausrüsten. Bam, let's go. Es werde Licht, sprach Rebecca. Ja, wisst ihr, was das Licht jetzt macht, nämlich? Das Licht geht jetzt nämlich direkt in die Augen! Billy! Ist die Magnum jetzt besser als meine Magnum, oder was? War meine Magnum nicht gut genug oder so? Unverschämtheit. Wieder Imperator. Rebecca, hurry!
Ja, Magnum geht, finde ich auch. Magnum ist auch erlaubt. Raketenwerfer ist schon der Klassiker, aber Magnum geht, finde ich auch, als große Endbosswaffe. Ich glaube, im Resident Evil-Universum sind Magnum und Raketenwerfer auch ungefähr gleich stark. Und Säuregranaten. Das ist die heilige Dreifaltigkeit. Endlich. Durch den Tod der Igelkönigin wurde der Handschellenfluch von ihm gelüftet. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Ja, eben genau. Entweder hat Billy nie existiert oder er wird jetzt von Cerberus gefressen. Ich glaube auch, das sind die wahrscheinlichsten Szenarien. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Und jetzt kommt so 6 Stunden später und dann wandelt er sich gerade so blutend im Wald irgendwo. Wenigstens macht dass er ein Straftäter auf der Flucht ist, natürlich unschuldig. Macht ein bisschen Sinn, um zu erklären, warum er nicht mit in die Villa geht und bei Rebecca bleibt, ne? Uh-oh. Und so fliegt der Schmetterling Rebecca ins Spinnennetz von Spencer oder so. Resident Evil TM0. TM0. Ja, Ende gut, alles gut. Flagship, guck mal, Szenario Editors, Flagship. Flagship ist die Firma, mit der Capcom seit dem zweiten Teil zusammengearbeitet hat, tatsächlich, um die Resident Evil Story auszubauen. Die haben anscheinend bei Zero auch noch mitgearbeitet. Er sollte eigentlich hingerichtet werden. Wahrscheinlich ist er nach Raccoon City und hingerichtet worden. Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat keiner so richtig mitgekriegt, dass da irgend so eine Anlage im Wald schon explodiert ist. Eine Nacht vor den Vorfällen in der Villa. Wer weiß. Ja, hätten wir das geschafft. Finde ich cool. Ach ja, Resident Evil Zero, ne? Es ist schon von den klassischen Survival-Horror-Spielen der schlechteste Teil. Das kann man, glaube ich, definitiv sagen. Wie schon gesagt, ne? Ich glaube, es hat mich jetzt am Schluss echt ein bisschen frustriert und ich war ein bisschen zu unfair zu dem Spiel. Aber gut, also es ist halt wirklich nicht so gut. Aber auch nicht so schlecht. Aber cool. Das heißt, übernächste Woche, weil nächste Woche Gamescom und so weiter... Übernächste Woche geht's dann los mit Dead Aim. Ich glaube, Dead Aim ist auch gar nicht so lang, oder? Guck ich mal kurz. How long to beat Resident Evil Dead Aim? Wir spielen es natürlich ohne Gun Controller. 3 Stunden. Das schaffen wir in einem Stream, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Weißt du was? Das finde ich cool immer. Ohne Scheiß. Ich mag das. Wenn Spiele nicht gut sind, aber dann wenigstens kurz sind. Und ich meine jetzt nicht von wegen, dann sind sie wenigstens schnell vorbei. Sondern ich meine jetzt von wegen, dann kann das trotzdem irgendwie so ein interessanter, witziger Trip sein. So ein bisschen, wenn ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen ging es mir auch bei Survivor. Survivor ist wirklich kein gutes Spiel. Aber dadurch, dass man sich ein paar Stunden durchschießt und einen Tyrant nach den anderen wegbolzt und es ist einfach alles so ein bisschen albern und die Synchro ist super scheiße, kann man damit Spaß haben. Und wenn es nur ein paar Stunden dauert, dann wird es nicht so frustrierend. Wenn so schlechte Spieler dann auch noch versuchen, sich zu strecken ohne Ende und einfach nicht enden, dann wird es immer scheiße. Aber so ein paar Stunden mit so einem schlechteren Spiel... können sehr unterhaltsam sein.
Wie lang sind eigentlich die Outbreak-Teile? Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Da könnte ich auch gleich mal schnell gucken. Ich meine, Resident Evil-Spiele sind ja alle nicht super lang, ne? Resident Evil Outbreak 8 Stunden und der zweite Teil so 10 Stunden. Kommt drauf an, wie ausführlich man die spielt. Completionist bei Resident Evil Outbreak File 2 sind 138 Stunden. Das wäre dann wahrscheinlich, wenn man wirklich in jedem Szenario mit jeder Figur spielt oder sowas, ne? Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Na, gucken wir mal. Das werden anscheinend alles jetzt nicht so super lange Spiele. Dead Aim, Outbreak, Outbreak 2, dann kommen wir bald schon zu 4. Ich freue mich auf 4, muss ich echt sagen. Silent Hill müssen wir mal gucken, ob es da morgen jetzt weitergeht. Morgen geht es auf jeden Fall um... Ah ja, genau, das ist nochmal wichtig. 19 Uhr. Da das immer sehr knapp wird mit 18 Uhr jetzt, ist ab jetzt immer 19 Uhr Streamzeit. Dafür halt eine Stunde länger. Und da fangen wir morgen schon an damit. Das heißt, morgen geht es erst um 19 Uhr los. Und wie gesagt, wie ich es vorher schon gesagt habe, während Fallout, ich überlege mir wirklich spontan, ob ich Silent Hill 4 nochmal weiterspielen will oder ob wir ein anderes Spiel spielen. Weil ich habe tatsächlich sehr viele andere coole Spiele auf meiner To-Do-Liste. Wir könnten jetzt natürlich auch nochmal im Wesker-Modus spielen. Vielleicht so als Bonus. Das wäre für morgen auch kein schlechter Bonus. Vielleicht nicht durchspielen, aber zumindest nochmal mit dem Wesker-Modus anfangen. Weil das ist natürlich schon witzig. Dann können wir als Albert Wesker quasi nochmal mit einer bösen Rebecca ein neues Spiel anfangen. Ah ja, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Überlege ich mir alles morgen spontan, bevor es losgeht. Ihr werdet es dann um 19 Uhr sehen. Wahrscheinlich werde ich auch erst um 19 Uhr sehen, was wir machen. Aber wir haben auf jeden Fall viele Optionen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke für die super vielen Subs. Danke Slenderex auch nochmal für die super duper vielen großzügigen Subgifts. Aber danke auch an alle anderen natürlich. Für jeden Bit und jeden Sub bin ich sehr dankbar. Habt mich sehr gefreut. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen 19 Uhr zu irgendwas sehr Coolem. Gute Nacht. Ciao.